So, es geht weiter. Du machst die Tür auf. I will. You are sore losing, Jim Carter. But I'll indulge you. We'll play our game once more, but this time winner takes all. Boardman. Nee, warte, warte. Ich muss gucken, wer vorne ist. Kessel. I hear my name. Kessel. Sure. Hier hin. Ready when you are. Vater. Here I go. Hier hin. Yeah. Hin. Hier hin. Old man. Zur Lok vor. Was denkst du, was ich gerade mache? Oh, es geht noch weiter. Ich glaub's nicht. Oh, fuck, Alter. Was für eine kranke Scheiße. 60 Leben hat er. Ich kotze im Strahl, echt. Oh Gott, Alter, das darf nicht wahr sein, ey. Das darf alles nicht wahr sein. Moment mal, warum wurde das jetzt getriggert? Oh geil, ich kann jetzt gar nichts machen und muss mich jetzt wieder den Idioten hingeben. Ah, die dürfen jetzt anfangen. Ja, nice, danke. Bin mal gespannt. Oh, Alter, da ist wirklich alles voll. Sau unfair. Sau unfair. Ich kann. Warum? Super unfair, das da gerade. Alter, das ist hier gerade mies. Das ist hier gerade richtig mies. Yo, Alter, das ist mega unfair. Ich muss doch als Spieler mal die Gelegenheit haben, da... Oh, ey. Ihr habt Finale wieder verbockt, grüne Sau. Ihr habt's wieder verbockt. I hope you have your tickets. Yeah, like that's gonna get you anywhere. Ihr habt Finale verbockt, Leute. Ihr habt's wieder richtig krass verbockt. Alter, drei Bewegungen, ey, das ist ein Witz. Das ist echt ein Witz. Der hat so eine Bewegung, ey. Das kann echt nicht sein. Das kann nicht sein. Let's do this. Thank you.
Den da oben killen. Eigentlich gar nicht schlechte Idee. In 20er killen, ja. Aber wieder richtig mies. Wieder richtig mies. Alter, den zu killen, das wird echt der Horror. Ja, ich muss erstmal gucken, dass ich die hier gekillt krieg. So. Jetzt kein Dynamit mehr, ja, es war zu erwarten. So, Indianer. Geh hier hin. Moment mal, warum kannst du da nicht runterlaufen? Du kannst da nicht runterlaufen? Okay, also wir müssen den killen. Mit zwei Zügen. Stopp kurz. Okay, das hat geklappt. Wunderbar. Ja, ich kann mit ihm jetzt hier nichts machen, weil ich krieg den nicht gekillt. Alter, der braucht 3 Bewegungen, um den da zu killen. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Prozent? Alter, der steht vor dir. Der steht vor dir. Ja. Ja. Okay, Old Man und
Sie steht echt nicht gut. Bin ziemlich verwirrt. Warum zeigt ihr mir jetzt hier eine Schusslinie an und dann sagt er nee? Let's do this. Gespeichert und jetzt hoffen wir, dass das klappt. Okay. Er kann anscheinend. Versuchen wir das. 15%. Ja, ich meine, wenn man 75 oder so weiß nicht gehen, dann sollte ja jetzt mal das geht, oder? Bei der KI gehen natürlich 15%, bei mir gehen sie natürlich nicht. Das war zu erwarten. Moment mal. Oh! Sag nur, du würdest ihn jetzt killen. Ja, kill ihn. Kill ihn. The moment Mammon disappeared, every bit of life drained out of Kestrel. Turns out that demon was the only thing keeping my old pal moving. And wouldn't you know it, Kestrel was the only one who knew the goddamn way home. But we did it, didn't we? We saved our souls, only to get lost there forever. Wherever there was. But I'm Jen Carter, and I don't know how to lose. So, if I can't win by the rules, then I'm starting a whole new fucking game. Take care of my soul, Clive. I might need it back one day. Go now.
Bring our posse back. Bring everyone home. Ah, my friend. My brother. Already thinking about how to deal with this new mess we made. It's your turn now. Boah, Leute, es ist durch. Ja, ohne mal so hin und her zu speichern, ist das teilweise echt nicht machbar. Also gerade so gegen Ende war es richtig extrem. Also der Zug hier, der hat es echt in sich. Was kann man so ein Spiel sagen? Das Spiel ist knallhart. Ja, es ist schwer. Also es ist kein Kinderspaziergang, ich muss doch klar sagen. Die Berechnungen sind teilweise wirklich, boah, sehr fragwürdig. Ja, fertig. Wunderbar. Ja, ich sag mal so, das Spiel ist so im Durchschnitt, kann man sagen, auf jeden Fall. Wenn ihr spielt, keine Erfahrung habt, solltet ihr wirklich den Schwierigkeitsgrad leicht benutzen. Weil dann habt ihr, glaube ich, zu Beginn 100% Glück. Und habt, glaube ich, und der Gegner macht auch weniger Schaden. Ihr seht ja, wenn die ein, zwei Mal treffen, bist du weg. Dann bist du einfach weg. Und, ja, das Thema Berechnung, habe ich schon gesagt, ist halt nicht gerade sehr berauschend. Ich würde mal sagen, wenn ich dem Spiel so eine Note geben würde, dann würde ich dem Spiel so eine Schuhnote ausreichend geben. Es ist in Ordnung, man kann spielen. Man kann es auf jeden Fall spielen, auf jeden Fall. Es ist am Anfang auch sehr interessant, auch so, gegen Ende wiederholt sich halt sehr viel in den Missionen. Was halt auch dann ein bisschen abflacht. Die Story fand ich eigentlich ganz gut. Ja. Was ich nicht so toll fand, ist, dass man halt die Charaktere nicht besser kennenlernen konnte, weil man sie dann hochhämmern. Also ich weiß nicht, wie man jeden Charakter hochhämmern soll bei dem Spiel. Das geht nicht. Und dann gibt es ja noch diese sogenannten Joker-Karten. Ja, die sind in dem Spiel da versteckt, was ja auch okay ist. Ich habe euch ja gesagt, wo ihr sie da finden könnt, ich glaube, ein paar Parts vorher. Ja, ich wusste es nicht, ich habe es halt nicht gefunden. Ich habe gedacht, man bekommt sie halt, wenn man einen gewissen Fortschritt hat, wenn man fortgeschritten ist mit einem gewissen Ding. Aber dem ist nicht so. Eine Schokokarte, die kriegst du auf jeden Fall so, das ist kein großes Problem. Nehmen halt auch, wenn du es halt anders da machst, mit dem Saloon, mit dem Pokerspiel. Und die andere kriegst du halt nur, wenn Lazarus jetzt als Freund deklariert ist. Nee. Kannst du machen, wenn man den Charakter spielen will, dann ist das okay. Daher, es ist okay, man braucht die Schokokarten nicht unbedingt. Die sind jetzt nicht weltbewegend oder wichtig oder so. Deswegen ist das jetzt nicht so gravierend halt auch so. Ich war am überlegen, ob ich euch die Schokokarten zeige, aber dann müsste ich halt Lazarus irgendwie zum Freund kriegen. Ich weiß nicht wie. Dann müsste ich das halbe Ding ja wieder versuchen. Dann habe ich jetzt erst keinen Bock. Die andere könnte ich vielleicht noch zeigen. Müsste ich mal gucken, ob ich da noch einen Speicherstand hätte. Wäre möglich. Ja. Ja, also was, wie ich ja schon mal sagte, was Kritik bei dem Spiel ist, meiner Meinung nach halt auch echt so, die Berechnung, das Deckungssystem ist halt auch manchmal so, Die KI schießt manchmal wirklich aus den unmöglichsten Entfernungen, haut die dir einfach eine rein, wo du denkst, das kann nicht wahr sein, obwohl du voll in einer Deckung stehst. Und sie schaffen es wirklich mit minimalen Prozenten, dich dann wirklich ein- oder zweimal wirklich da wegzuhämmern. Ja, ist halt jetzt nicht so berauschend, sag ich mal. Wie ich schon sagte, Story ist in Ordnung. Kann man lassen. Berechnungen, ja, muss jeder selber auch wissen, ob ihm das passt oder so. Ich finde es nicht gut. Was mir halt auf jeden Fall fehlt beim Western-Spiel, es gibt ja diesen, man kann sich ja durchsneaken, klar, aber so ein Overwatch, der fehlt da einfach, wo man einfach sagt, hey, wenn der sich jetzt da bewegt, in dem Gebiet, dann kannst du, ich denke, jedes rundenbasierte Spiel hat mittlerweile einen Overwatch. Ja. Okay, Leute, ich glaube, das hier ist auch jetzt durch, der Abspann. Oder? Ja. Er ist jetzt durch. Vielleicht kommt noch was, ich weiß nicht. Na, kommt noch was?
Warten wir mal noch kurz. Ich weiß es nicht, ob noch was kommt. Manchmal wartet man und dann kommt noch irgendwas. Also ich höre noch im Hintergrund was. Aber ob jetzt noch was kommt. Wenn wir ganz kurz. Ja, da passiert irgendwie nichts. Okay. 42 Tötungen, ist ja abartig. Beute, nix. Errungenschaft freigeschreibe, bereit zur Hölle, lassen dir das Ziel Errungenschaft und so schwer, ja. Errungenschaft schwer gekriegt. Also auch sehr schwer würde ich das da nicht spielen, ne? Absolut nicht. Ja, ich würde sagen, das war's dann. Das ist dann, glaube ich, nochmal der Abspann, oder? Ja. Wir können den so lassen. Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Das war Hardverse 2. Auf die Frage, habe ich vor, das erste Mal zu spielen? Ich habe das ja mal gespielt. Ist aber schon sehr, sehr lang her. Aber ich war auch nicht durch, glaube ich, nur das erste Kapitel oder so. Ich kann mich auch nicht mehr dran erinnern, muss ich ganz klar sagen. Ich weiß es halt echt nicht mehr. Ja, jetzt sieht man halt leider nicht, was man noch so für Errungenschaft hat. Wie gesagt, die Karten oder so, gut. Ist jetzt so, wir haben alle 4 Asse bekommen, alle 4 Könige, 4 Damen, 4 Buben, 4 Zehner. Die eine 9, ich habe immer noch keine Ahnung, wie man die kriegt. Man muss halt vorne den Zug erobern in einer Runde und hinten dann das Ding direkt. Keine Ahnung wie, vielleicht muss man dann mit... Vielleicht mit Flint sich nach vorne sneaken irgendwie so und dass das dann geht und dann mit einem Zug dann das... Das wäre vielleicht möglich. Ich glaube, das ist so die Idee halt vielleicht auch, das in einer Runde zu schaffen, weil... Aber wie wird von einem Ding nach dem anderen kommen? Der Indianer... Ja gut, doch, es würde gehen. Der Indianer ist ja, glaube ich, im Zug, oder? Ich weiß es nicht. Ne, der Indianer ist nicht im Zug, das heißt... Nee, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Also entweder müsste einer schnell nach vorne reiten. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Ich weiß es echt nicht. Flynn müsste sich auf jeden Fall teleportieren, nur nach vorne oder nach hinten, weiß ich nicht. Ich glaube eher nach hinten, weil nach vorne ist es nicht so weit. Und dann müsste irgendeiner mit dem Pferd dann vorne das, dann vorne an die Locken das dann aktivieren. Irgendwie sowas bestimmt. Okay. Leute, das war's von dem Part. Das war's von dem Spiel. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei anderen Projekten, wie auch immer. Danke fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis dann und ciao.